So, willkommen wieder zu einer neuen Folge von Let's Play Antichamber. Wir sind ja beim letzten Mal hier ausgekommen bei A Jump Too Far. Und ich denke, ich habe jetzt so ein bisschen, ich habe ein paar Tage jetzt nicht gespielt, habe mir überlegt so ein bisschen, was wir da machen können. Und ich glaube, ich weiß, wo mein Fehler war, oder zumindest vermute ich das. Ihr wisst ja, hier gibt es noch einen weiteren Ausgang. Das sah man hier auch schön auf der Karte. Ich kann ja kurz zurückgehen, da sieht man, da gibt es noch eine Möglichkeit. Und ich glaube, das ist einfach das hier. Wie man ja so schön sieht, das ist mir beim letzten Mal, glaube ich, nicht so klar gewesen, dass ich hier drunter und auch drüber Steine hinstellen kann. Ich bin ja beim letzten Mal, als ich hier runtergesprungen bin, dann irgendwie da hochgeklettert. Komme ich an die Dinger da ran? Nee, so nicht. Auf jeden Fall wollte ich mir jetzt schnell einfach ein paar Steinchen besorgen und dann dahin gehen. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich am besten die Steine besorge. Ich glaube, wenn ich hier lang gehe. Naja, da finde ich nichts. Es gibt ja noch die Möglichkeit, auch wieder hier lang zu gehen, also durch diese Wand. Vielleicht liegt hier irgendwo was rum. Wenn ich vor allem. Kann ich da zurück? Ja, ich kann da zurück. Ja, genau, hier war das ja so. Wenn ich langsam gehe, dann komme ich hier durch. Ich brauche einfach nur ein paar Steinchen, damit ich vielleicht die Tür da wegsprengen kann. Ah, perfekt. Hier kann ich doch einsammeln, was das Zeug hält. Dann gehe ich einfach gleich zurück und versuche es dann noch mal. Eigentlich genügend Steine haben. So, zurück und wieder langsam zurückgehen. So, das geht. Vor allem die Tür geht jetzt schon auf. Weil ich einfach nur permanent da hingucke. Perfekt. Dann hoffen wir mal, dass es jetzt klappt direkt auf Anhieb und dass wir direkt irgendwie mal weiterkommen. So. Also, Versuch. Genau. Und jetzt müsste ich ja eigentlich, wenn ich das mich noch richtig erinnere, alles wegziehen können. Genau, jetzt verliere ich die Steine. Hey, ich bin durchgekommen. Erstmal lese ich jetzt hier. Some problems can't be solved until you more experiences. Ne, experienced. Experienced. Aha, interessant. Ja. Logisch auf jeden Fall. Okay, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder alles verlieren, ne? Genau. Egal. Super. Ja, wo gehe ich denn jetzt lang? We move on when there is nothing left to learn. Dann gehen wir mal hier rein. Da ist dieses schwarze Teil wieder. Die Frage ist, soll ich jetzt irgendwo runter? Kann ich hier irgendwo runtergehen? Oder soll ich das als Trampolin benutzen? Als Trampolin benutzen. Gehen wir mal hier durch diese schöne Welt. Ich bin jetzt erstmal einmal blau hochgegangen. Interessant. Und gleichzeitig auch sehr, sehr anstrengend mal wieder.
Dann gehe ich nochmal blau hoch. Und nochmal blau. Ich gehe einfach nochmal runter. Ich bin ja schon zweimal hochgegangen. Ne, dreimal hochgegangen. Jetzt müsste ich jetzt da wieder bei der Ausgangslage sein, wo ich war. Jetzt gehe ich einfach mal runter. Es nervt. Aber ich kann ja nicht irgendwo runter, oder? Gucken wir mal. Vorsichtig rein. Nö. Es geht rein darum, das Ding hier als Trampolin zu benutzen. Schön. Gut, das haben wir. Oh Mann. Ich bin gerade so ein bisschen aufgeschmissen. Ich hasse diese Treppennummer. Ich sehe hier nicht, dass es anders ist. War nur zum Verwirren da. Perfekt. Okay, interessant. Welche Farbe wähle ich jetzt hier? Hier bin ich reinkommen, also ich muss jetzt das suchen. Wo das. Dann müsste ich doch eigentlich zu dem Grün gehen, oder? Oder ist es einfach nur das Weiße? Jawohl, es ist einfach nur das Weiße. Was ist das jetzt hier? Bin ich jetzt hier drin gefangen? Nee. Komisches Ding. Hä? Irgendwas konnte ich hier gerade verändern, aber ich weiß nicht, wie ich es verändert habe. Interessant.
Vor allem ist die Musik so. Hat gerade ein cooles Niveau. Hey, warum war ich denn gerade draußen und bin jetzt wieder drin? Das muss ich doch irgendwie ausgelöst haben. Indem ich rückwärts gegangen bin. Konnte ich raus. Ah, hier auch. Perfekt. Cool, verstanden. Ja. Also merken wir uns mal, ich komme hier rein. Wie kriege ich das denn hin, da oben länger zu warten? Ich muss es einfach schon eine Weile anschauen, bevor ich losspringe. Ich hänge da oben drin. Ja, ich habe es aber geschafft. Sehr gut. Also falls ich wieder mal zurück muss, kann ich hier lang. Da ist dieses schwarze Teil. Hier ist ein Loch in einem Boden. Aber wenn ich langsam gehe, dann ist hier eine Treppe. Ist hier noch etwas? Und wie komme ich zu dieser Treppe hin? Da lang. Okay, gehen wir ganz... ganz, ganz langsam. Da kommt doch bestimmt gleich wieder so was zwischen uns steht. Nee, da nicht. Ah, cool. Die Frage ist, wohin mich diese Treppe führt. Ja. Muss ich da rückwärts reinspringen? Nein! Okay, nochmal langsam. Nochmal einfach hochgehen. Das ist ja jetzt im Endeffekt nicht so schwer. Ah, hier geht nochmal eine Treppe lang. Nicht eine Treppe, sondern... wozu? Okay, mal nachdenken. Nein, zu schnell gegangen. Scheiße.
Aber ich weiß gerade nicht weiter. Ich versuche gerade zu verstehen. Wie ich hier oben durchkomme. Vielleicht ist ja auch der Witz, dass ich gar nicht nach oben muss. Ist das vielleicht so, dass sich das hier oben auch auflöst? Nein. Oder doch? Doch! Das heißt, wie sorge ich dafür, dass ich das auflöse? Indem ich schnellere Bewegungen mache. Aha. Jetzt bin ich aber total nach unten gefallen. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich da wieder hochkomme? Komm, hier gibt es doch bestimmt eine Treppe, die ich noch nicht kenne. Wenn nicht, muss ich kurz zurückgehen. Was? So weit ist er gar nicht hier. Das kann doch jetzt nicht wirklich der Ernst sein, oder? Ja, wenigstens weiß ich jetzt sicher hier lang komme. Aber trotzdem. Das ist doch bitter, wenn ich das jetzt jedes Mal machen muss. Zu spät. Zu doof. Nee, das. Der Moment ist schon nicht richtig. Perfekt, so. Das habe ich also. Dann komme ich hier in diesen Raum. Ich muss das mal beobachten. Wie kriege ich das hin? Vielleicht indem ich auf einen dieser Treppen da außerhalb stehe, oder? Weil die lösen sich doch. Ah. Ah, cool. Also die lösen sich doch nicht auf. Oder? Das testen wir jetzt am besten mal. Also auf, ich meine auf diesen Stufen außerhalb. Wisst ihr, was ich... Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Auf diesen hier, die ich nicht sehe. Die müssen sich doch eigentlich nicht auflösen. Bei Geschwindigkeit. Daher gibt es meiner Meinung nach auch oben diese Dinger hier an der Seite. Da, seht ihr? Das hat funktioniert. So, das haben wir hingekriegt. Es wäre gut, wenn wir bald zu einem Speicherpunkt oder sowas kommen. Anscheinend, wenn ich mich jetzt umdrehe. Ah, doch, ich komme noch zurück.
Hey, da sind doch. War hier auch eine? Aber hier ist einer. Complicated problems are easier when solved one step at a time. Okay. Da komme ich nicht ran. Ich brauche also einen Stein. Wahrscheinlich finde ich den Stein, wenn ich hier lang gehe. Ah ja, ich hoffe, ich finde ihn. Nicht, dass ich hier das... Ah ja, interessant. Ganz viele Möglichkeiten, diesen Raum hier drin zu öffnen. Nur ich brauche Steine dafür. Dann gehen wir mal hier lang. So, wir kommen im großen Rätselparadies. So sieht das hier aus für mich. Welche Aufgabe habe ich hier? Sind hier irgendwo Steine in der Luft oder so? Oder bin ich schon einen Schritt zu weit gegangen? Momentan glaube ich es ja. Verdammt, also die Zeit läuft leider davon. Aber ich denke, das können wir beim nächsten, in der nächsten Folge dann einfach angehen, das Ganze hier. Ich gehe mal zurück. Ich hoffe, es gibt diesen Raum hier. Wenn nicht, muss ich in der nächsten Folge ganz schnell hierher rennen. The Escape. Ja, da kann ich also wieder hin. Perfekt. Freunde, es hat mir heute wieder Spaß gemacht. Wir sehen uns bei der nächsten Folge oder im anderen Let's Play. Macht's gut und bis dahin.